Tausender Kommentare, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Projekt Peace. Und in der heutigen Episode möchte ich einfach zeigen, wie ich von meinen Pflanzen draußen, also von Tomaten, Gurken, Pflücksalat, Saatgut gewinne und damit fürs kommende Jahr schon mal eine solide Grundlage habe, damit halt hier gute Pflanzen wachsen. Das ist halt für allgemein wichtig, sowas zu machen, um halt auch altbewährte und traditionelle Saatgut zu bewahren, weil es leider so, dass viele große Konzerne auch diese ganzen Hybridsorten ranzüchten oder diese genveränderte Sorten, die nur einjährig tragen. Das heißt, dass die Samen dieser Pflanzen nicht fruchtbar sind, beziehungsweise dass die Nachkömmlinge, also diese Pflanzen, dann eingehen oder ihre Früchte dann entsprechend schlecht sind oder minderer Qualität ist, weil es halt mit Absicht so gemacht ist, damit man sich halt immer wieder das neue Saatgut kauft. Deswegen ist es halt auch wichtig, wenn man noch kein eigenes Saatgut hat, dass man es von biologischen Bezugsquellen bekommt und dass auch samenfeste Sorten sind. Das ist eigentlich ziemlich wichtig. Und was ich noch für Samen habe, ist zum Beispiel Aprikosen und Pflaumenbäume. Die sind halt nicht veredelt, also sind halt wilde Formen von Nachbarn oder von Bäumen, die hier im Dorf wachsen. Da muss man zum Beispiel zuerst den harten Kern nochmal aufspalten, um halt nochmal den Samensetzling nochmal rauszubekommen, weil es halt sehr lange dauert, bis die Natur den natürlichen Prozess durchschreitet hat, bis der harte Kern durchbrochen ist und der Setzling dann in die Erde kommt. Und da finde ich halt auch, es ist wichtig, Bäume zu pflanzen, auch wenn es lange dauert und jemand sagt, ja, da hast du halt keinen Nutzen oder das dauert ja 5 bis 10 Jahre davon. Wirst du wahrscheinlich nicht viel sehen oder nicht so reiche Erträge haben. Mag durchaus stimmen, aber es ist halt wichtig, viele beschweren sich über Klimawandel, Umweltveränderungen, dass wir einfach unsere Umwelt verschmutzen und bauen entsprechende Monokulturen, zum Beispiel im Wald an mit den ganzen Fichtenbäumen, Monokulturen auf den Äckern und holzen alle möglichen Rückenwälder ab. Bäume werden immer in den Gärten gefällt, weil sie stören. Und dann wird einfach nur eine Wiese hingemacht, die eigentlich für mich persönlich eigentlich nur ziemlich tot ist. Da ist ja kein Leben mehr. Und einen persönlichen Grund, warum ich diese Bäume setzen möchte, neben dem Umweltaspekt und den auch für die Luftfilterung, ist einfach, ich habe mal von einem Zipperlebaum gegessen, das nennt man bei uns im Bayerischen, sind das so kleine Wildpflaumen, die sind ganz klein blau. Und dieser Mann war 60 oder 70 Jahre und der Baum hatte so viele Erträge, der hat mir was abgegeben. Ich hatte eine ganze Mahlzeit von dem Baum über mehrere Tage. Und da sind wir auch viel ins Gespräch gekommen, habe ich ihn gefragt, wann er den Baum gesetzt hat. Und das war halt vor 50 Jahren. Er weiß halt nicht, was er mit den ganzen Früchten machen kann. Und genau das möchte ich halt ungefähr auch sozusagen für die nachfolgende Generation machen. Dieser Mann hat vor 50 Jahren sozusagen den Baum gesetzt. Und ich konnte mich sozusagen von diesem Baum bereichern. Und wie gesagt, ich denke einfach, für die nachfolgenden Generationen, die sollen halt auch etwas haben. Deswegen versuche ich, die ganzen Pfirsichbäume oder die Pflaumenbäume zu setzen. Auch bei mir im Schrebergarten habe ich schon ein paar Setzlinge von der Wildpflaume und die vermehren sich halt auch jedes Jahr durch diesen Samen und da möchte ich halt auch etwas, vielleicht welche ausgraben, die ich nicht brauche und verschenken, vergeben oder irgendwo anders in der Gemeinde setzen, damit halt einfach die Leute kostenlos Früchte zu sich nehmen können, etwas Gesundes und Nachhaltiges, natürlich auch für Vögel, Insekten, wenn die Leute das nicht essen wollen. Also man sollte halt immer nicht nur ans Essen denken, sondern auch natürlich auch auf die komplette Nachhaltigkeit.
Genau, und dann möchte ich, das sind so die Gründe, warum ich jetzt mein eigenes Saatgut ziehen möchte. Ich persönlich bin ja auch noch ziemlich am Anfang, zum Beispiel mit meinen Tomaten. Da habe ich auch erst dieses Jahr richtig angefangen, sage ich mal, mich an 5 Sorten herangetraut. Und da habe ich zum Beispiel eine gute Tauschbörse gefunden, die kann ich in der Videobeschreibung verlinken, da wo man halt überwiegend bieten da die Leute Tomatensamen und das ist auch ganz verschiedene. Und ich habe mir halt überwiegend die russischen, rumänischen, die polnischen Saatgut oder beziehungsweise die Sorten rausgesucht, weil ich halt der Meinung bin, dass die halt vom Klima her eher an unserem angepasst sind und dann deswegen resistenter zum Beispiel bei den Tomaten gegen Krautfäule, Braunfäule sind oder bei Gurken zum Beispiel Mehltau. Und da habe ich halt einfach schon mal vorgesorgt, dass ich halt hier ja, zum Beispiel russische Sorten habe. Mein Vater zum Beispiel eine russische Fleischtomate von seinem Kollegen und die sind auch recht schön, da habe ich auch schon ein paar Samen gemacht. Genau. Dann möchte ich euch einfach noch zeigen, wie ich das Saatgut gewonnen habe. Bei den Tomaten ist es relativ einfach, da sucht man sich eigentlich eine schöne Tomate raus, viertelt die und tut dann das Samengehäuse dann raus, zum Beispiel in einem Behälter, spült es dann nochmal und dann legt man das in den Zewa hin, lässt es mal kurz trocknen, dann hat man die Samen schon gewonnen. Das habe ich auch mit den Tomatrillos gemacht, die kann ich euch auch später zeigen. Und bei Gurken ist es halt ein bisschen anders da. Hier habe ich zum Beispiel eine. Das war eine russische Freilandgurke, Vianinski oder irgendwie so. Die habe ich vom Dreschflair Saatgut Shop. Ist halt ein bisschen resistenter. Und genau die habe ich halt jetzt sozusagen überreifen lassen. Ist halt so, dass man da dort die Gurke so lange an der Pflanze lässt, bis sie gelblich wird und hart. Dann ist sie sozusagen überreif und die Samen bilden sich aus. Die pflückt man dann und lässt sie nochmal für 2 bis 3 Wochen liegen. Das habe ich jetzt gemacht und im Anschluss nach den 2 bis 3 Wochen sind dann die Samen weiter ausgereift und dann sollte man die halt aufschneiden. Und nachdem man die aufgeschnitten hat, legt man die einfach in ein Glas und macht es dann so lange, bis dann die Samen sozusagen rausfallen. Draußen in meinem Garten habe ich noch 2 Gurken, die noch an der Pflanze hängen, die schon überreicht werden. Das ist eine von der Suyo Long Gurke. Das ist eine Schlangengurke, die auch bitter frei ist und von der Schlangengurke Tanja, die ebenfalls ja, bitterfrei ist. Genau. Und dann werde ich die jetzt einfach mal aufschneiden. Die Einlegegurke. Und dann zeige ich euch einfach mal die anderen Sachen. Zum Beispiel vom Pflücksalat, wie der halt ausschaut, wenn die Samen fertig sind. Vom Dill habe ich noch ein paar Samen. Also sehen wir uns gleich. Okay, ich habe jetzt die Gurke aufgeschnitten. Schaut jetzt so aus. Kann man hier so. Das sieht man auch, dass die Gurkensamen schon aus dem Gehäuse fallen. Ich lasse sie jetzt einfach so liegen, bis sie komplett rausfliegen. Und dann habe ich hier noch an der Seite habe ich Dill-Samen und hier von der Fleischtomate meines Vaters habe ich die Tomatensamen und am besten lagere ich die halt hier so in der Teepackung. Das ist mir halt so eingefallen, dass man dann hier zum Beispiel in solchen Teepackungen die aufbewahrt, die Teebeutel vielleicht auch raustut und dann mit so Etiketten die beschriftet, die dann rumklebt und dann hat man eigentlich sozusagen die Samen mit Beschriftung und hat man sich sozusagen eine kleine Organisation für seine Samen geschaffen.